Bess, 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 oh Gott, Bess. Yay. So, oh Gott. Sonnenlicht. Sonnenlicht, ich überbrenne. Ich bin jetzt auch schon zum Vampir geworden. So, wie steht's denn jetzt? Sind wir jetzt well rested vielleicht? Ja, okay, das ist in Ordnung. Gut, es geht uns schon viel besser. Wir sollten jetzt jede Menge Holz bekommen, theoretisch. 20 Holz haben wir schon, sehr schön. You feel very... Oh Gott. Ich glaube, wir müssen bald wieder auf Essenssuche gehen, denn... Viel haben wir jetzt nicht mehr. So. Was brauchen wir jetzt? Was können wir überhaupt tun? Wir können... eine Werkbank bauen. Das sollten wir vielleicht auch tun. Die stellen wir uns einfach mal. Hier ist unsere Werkecke. Nein. Sieht nicht schön aus, aber selten... na, vielleicht sollten wir es doch irgendwie relativ schön aussehen lassen. Vielleicht nicht alles in eine Ecke schmeißen, vielleicht hier so hin oder so. Können wir, glaube ich, später auch noch umstellen. Ich weiß auch gar nicht, wie groß wir unser Dorf bauen können. Ich hoffe, ich verbaue mir jetzt hier nicht schon den ganzen Platz irgendwie für irgendein tolles Haus oder so. Aktivieren Werkbank. Was für eine Waffe möchten Sie bauen? Ich möchte gerne einen Rösti bauen. Kann ich aber nicht. Shit, okay. Okay, das heißt, das ist eine stinknormale Werkbank. Damit können wir stinknormale Werkbank-Sachen tun. Das ist schon mal gut, dass wir sowas haben. Haben wir neue Blueprints? Das heißt, wir haben, glaube ich, generell noch Sachen. Wir haben Repairable Parts. Da weiß ich im Moment nicht, was man damit macht. Wir haben nichts mehr in Aid. Wir haben... Armor. Wir haben Raider-Rüstung. Oh shit, Raider-Sadisten-Rüstung. Gibt uns recht viel SR. Könnte man sich überlegen, das anzuziehen. Aber gucken wir erstmal, was wir sonst noch so haben. Okay, wir müssen das doch ständig wieder öffnen. Das ist doof. Weapon. Brahmin-Vip. Ach so. Brahmin-Vip. Ist das sowas wie Mirakel-Vip? So irgendwie Mayonnaise oder sowas? Mayonnaise von gesunden Brahmins. Ich hoffe, du bist auch wirklich weiblich und nicht männlich, sonst möchte ich deine Mayonnaise gar nicht. So, Heinz ist immer noch voll dabei. Heinz haut immer noch die Luft K.O. Sehr gut, Heinz. Du machst das, Heinz. Heinz, du bist unser Mann. Du bist unser Mann. Was noch? Was können wir noch? Was tun wir noch? Ich bin jetzt etwas verwirrt. Ich hatte die Mod schon mal gespielt in New Vegas und da ist das alles etwas anders. Oh, wir haben ja noch jede Menge Zeug. Watchtower. Oh, Haus! Das habe ich noch gar nicht gesehen. Haus, wir können ausbauen. Cave House requires 90 units of scrap. Okay, shit, das heißt, wir müssen erst Scrap finden. Wir brauchen Holz, wir brauchen zwei Companions und einen Miner. Oh Gott. Und für ein Normal Haus brauchen wir noch viel mehr, okay. Das heißt, okay. Ein Haus können wir, schätze ich, erstmal vergessen. Da brauchen wir erstmal mehr Leute für. Steinmine brauchen wir drei Leute für. Ein Watchtower vielleicht. Brauchen wir nur einen für. Ach so, wir müssen einen frei haben. Okay, der darf nicht zugewiesen sein. Das heißt, das können wir auch nicht bauen. Wir brauchen also unbedingt mehr Leute. Was wir versuchen könnten ist, ich glaube, man kann reguläre NPCs einladen, teilzuwerden des wunderschönen Dorfes, was wir hier bauen. Das heißt, wir könnten vielleicht zum Beispiel Moira fragen, was sie denn so davon halten würde, zu uns zu ziehen in unser wunderschönes kleines Dörfchen hier. Training Target können wir auch noch bauen, dass unsere Leute etwas trainen können. Hausch quasi nicht bauen. Wir können auch mal versuchen, irgendwie Scrap zu finden, weil ich mir jetzt nicht sicher bin, wie wir das eigentlich finden.
In Fallout New Vegas war es so, dass man einfach einen bestimmten Modus dafür hatte und dann kommt man einfach. Dann konnte man einfach Autos auseinandernehmen für Scrap. Was zur Hölle tue ich hier? Oh mein Gott, seht euch das an! Ich bin so stark. So stark. So stark. Ich kann ein Auto in den Boden rammen. Hey Bess, hier ist an, ich habe ein neues Auto. Es ist jetzt das Superluxusauto des Bürgermeisters. Also mein Superluxusauto. Das hau ich jetzt hier einfach mal hin. Da, hier will ich mein Auto parken. Das ist jetzt mein Parkplatz und hier darf sonst niemand parken. Ist meins. Es kann auch sein, dass wir das mit Granaten irgendwie in die Luft sprengen müssen. Scrap, um Scrap zu bekommen. Das könnte man auch nochmal versuchen, aber ich weiß nicht, ob ich... ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Aber versuchen wir es ruhig, versuchen wir es. Komm her, Bess, komm. Komm weg von hier, ich spreng jetzt das Auto in die Luft. Vielleicht. Wenn ich rausfinde, wie man das tut. Wie werfe ich eine Splittergranate mit G? Nicht. Aim your crosshair at any rubble pile, debris... Oh, Moment, was war das? Was war das? Moment, normal. Oh Gott, bitte normal. Normal, normal. Shit. Auf irgendeinen Schrotthaufen. Grab any item with the Z-Key. Verdammt nochmal. Ist nicht lang genug. Zeig's mir erst nicht lang genug. Z. Press confirm. Hä? Hab ich getan. Weiß es nicht. Z. Any rubble pile, oder? Grab any item with a Z-key and then press... Komm schon! Zeig mir das nochmal. Ah, okay. Also Z... 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 Vielleicht doch nicht. Vielleicht... Habe ich gerade eine Granate geworfen? Sag mir bitte nicht, dass ich gerade eine Granate geworfen habe. Werfe ich jetzt eine. So, mal gucken. Mal gucken, ob das funktioniert. So. Kaboom. Okay. So funktioniert es auf jeden Fall schon mal nicht. Das hat nicht funktioniert. Irgendwas mit Z-Key. Any item. Debris, Cinderblock or any item. Das heißt nicht Autos, schätze ich. Cinderblock. Cinderblock, Debris. Das hier könnte vielleicht. Nein. Oh. Oh, okay. Would you like to plant a minor grenade? Yes, plant a frag grenade, please. Ich glaube, das geht gleich in die Luft. Oh Gott. 11 Units towards Scrap. Okay, so geht das also. Nice, okay. Das heißt, wir jagen einfach überall Scheiße in die Luft und kriegen dafür jede Menge tolles Zeug. Geht das hier auch? Yes, plant frag grenade. Setze eine Fragengranate. Oh Gott, Bess, was tust du? Verdammt nochmal, Bess. Du musst dich schon da ein bisschen schneller bewegen. Yes, noch eine Fragengranate. Bess, lauf doch nicht rein. Du Suizid-Dingens-Biest-Kuh-Brahmin. Meine geliebte Suizid-Brahmin-Kuh. Können wir das hier sprengen? Nein. Können wir Garys Haus sprengen vielleicht? Können wir irgendwas hier? Nein. Das hier können wir noch sprengen. Yes, plant a frag grenade. Bess, Bess, Bess. Bess! Bess! Oh Gott, Bess! Verdammt nochmal! Du verrückte Kuh, ich glaub's nicht. Was zur Hölle, Bess? Okay, das heißt, wir haben hier auf jeden Fall mal schon mal schön viel Scrap-Metall, was wir hier abbauen können. Okay, vielleicht reicht das auch erstmal. Mal sehen, wie viel wir jetzt haben in unserem schönen Storage-Dingens-Bummens-Regal. Oh, ein Cinderblock. Cinderblock. Yes. One towards stone. Auch nicht schlecht. Jo, hallo.
36 Scrap, 20 Holz, ein Stein. Ich glaube, der Heinz hat noch nicht viel getan. You feel very hungry. Okay. Essen wir einen Blueprint. Warum nicht? Lecker Blueprints? Nee. Pork and Beans. Pork and Beans. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch mehr Companions, schätze ich. Das heißt, was wir jetzt eigentlich mal machen können, ich will das jetzt wirklich gerne mal ausprobieren, ob wir nicht vielleicht Moira Brown dazu überreden können, hier in unserem schönen Dorf zu leben. In diesem wunderschönen Dorf mit all diesen wunderschönen überdachten Häusern, mit diesen Luxusgebäuden, die alle komplett vollständig noch stehen und auch schön aussehen und absolut sauber und hygienisch rein sind. Statt in dem ollen Loch Megaton. Außerdem, was wir auch noch tun können, wir können gleichzeitig mal hinter Megaton gucken und gucken, was da war. Denn irgendwer meint irgendwann mal vor 10 Millionen Barts, dass da irgendwas ist. Und jetzt können wir uns endlich ansehen, was... Das heißt, das kann ich eigentlich zuerst machen. Moira kann warten. Die will mich nur wieder vor Radioaktivitäten radioaktivisieren. Oh, wer bist du denn? Hallo, meine Schöne. Ich bin nur hier, um die Ware zu beaufsichtigen. Achso, okay. Auf der Suche nach dem gewissen Etwas. Ah ja, aber selbstverständlich, Crow. Du weißt, was ich mag. Mein Name ist Crow. Hallo. Ich reise durch das Land und verkaufe Schutzkleidung. Okay. Und Sie haben Glück, dass ich Sie rechtzeitig gefunden habe. Und du hast Glück, dass ich dich rechtzeitig gefunden habe. Aber ich darf mit Stolz sagen, dass meine Ware Sie sogar vor den Klauen des Todes persönlich schützen kann. Da versprichst du aber viel. Can you sell me scrap materials, stone or wood? Ach, das können wir sogar kaufen. Das ist natürlich geil. Ich würde gerne etwas über... Nee, will ich eigentlich nicht. Was hast Wenn du anzulegen? Wenn Kleider wirklich Leute machen, kann ihnen auf jeden Fall geholfen werden. Allerdings, mein Freund, allerdings. Stimpacks verkauft auch Strahlenschutzanzug. Oh. Oh. Es wiegt alles zu viel. Vielleicht kann ich dir was verkaufen noch. Hab ich eigentlich noch irgendein Kleidungsstück, was ich loswerden will? Vault 101 Overall, ein paar Vault Overalls sind eigentlich recht viel wert. Naja, nicht wirklich. Lassen wir das. Hau ab, geh weg, geh mir aus den Augen. Ich habe Dinge zu tun. Jetzt schneit's auch noch, unglaublich. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geregnet? Es regnet, es schneit gar nicht. Es regnet. Oh, können wir hier tatsächlich in die Stadt gucken? Nee. Das sind alles nur Platzhalter. Gut. Das war zu erwarten. Hallo. Nimm mein Schwert in deinen Hintern. Bitteschön. Und gib mir dein leckeres Fleisch. Gleich mal ausgeschlachtet. Mehr von euch. Ist hier ein Nest oder was? Oh Gott. Einmal mit dem Samurai-Schwert den Kopf abgehackt. Sehr schön. Oh Gott! Verdammt nochmal! Okay. Gut. Dann wollen wir doch mal sehen. Hinter Megaton eine Kiste oder irgendwas anderes. Mal sehen. Bisher sehe ich nur einen Haufen Wollratten, Mollratten, Maulwurfsratten. Gib mir dein Fleisch. Aber wenigstens bekommen wir jetzt wieder Nahrung, das ist schon mal gut. Allein dafür hat sich der Trip schon mal gelohnt. Ich weiß auch nicht genau, wo hinter Megaton. Da wird's schon wieder nicht hinter Megaton. Ah, nun gut, ich habe jetzt eine Weile geguckt, aber ich habe da nichts gefunden. Ich werde einfach später nochmal gucken und jetzt regnet's ja auch und so. Ich will unbedingt ins Trockene kommen. In das schöne, mit Löchern übersäte Megaton, wo ich hundertprozentig trocken werde. Sowas von trocken sein werden kann, tun sein. Hallo, mein Freund. Brauchen Sie was zu essen? Nö, okay. Ich dachte, du gibst mir was umsonst. Verdammt nochmal. Suchen Sie den Bürgermeister oder den Sheriff? Nein. Nichts von beiden. Gar nichts. Hallo. Ich suche nicht dich. Ich suche Moira Brown und ich werde sie davon überzeugen, mit mir zu kommen in mein schönes neues Dorf, das nicht Megaton ist, denn Megaton ist doof. Ich werde sie dazu zwingen, mitzukommen. Ich werde sie sonst einfach kidnappen. Denn ich brauche willige Arbeitskräfte.
Moira, was geht ab? Och, sind Sie wetterfühlig? Oder eher strahlenfühlig? Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich habe ein bisschen Strahlenkrankheit habe ich ja. Ich schätze, eine kleine Strahlenvergiftung ist besser als gar keine. Yay. Ich meine jetzt für die Forschung. Es sei denn, Sie stehen auf so etwas. Nein. Dann will ich Sie jetzt einmal untersuchen. Wie fühlen Sie sich? Ich betrachte es als Anreicherung meiner leuchtenden Persönlichkeit. Das ist ein toller Witz. Ja, finde ich auch. Ach, es ist schön zu sehen, dass Sie so guter Laune sind. Lassen Sie mich noch ein paar Notizen machen. Danach werden wir uns mit meinem hausgemachten Strahlenheilungsgebräu um diese böse Strahlung kümmern. Okay, yay. Lehnen Sie sich zurück und denken Sie an so richtig gesunde Sachen. Moment, was? Okay, etwas Brahminmilch, ein paar Magneten. What? Und vielleicht ein paar fröhliche Gedanken. Hey. You feel severely dehydrated. Was hast du getan? Es hat funktioniert. Ich meine, ich habe natürlich. Du hast die ganze Flüssigkeit aus meinem Körper gesaugt. Hier, nehmen Sie ein paar Medikamente gegen die Strahlung mit. Die werden Moment, Sie sicher was? Brauchen. Das meinte ich nicht so, wie es sich eventuell angehört hat. Schließen wir das Kapitel mit der Recherche über Landminen ab. Lassen wir die Recherchen ruhen. Machen Sie nicht zu lange Pause. Je schneller das Buch fertig wird, desto mehr Menschen können wir damit retten. Ich habe da eine ganz andere Sache. I am looking for a companion. Companion. Willst du mitkommen? Stage 9 or higher of Settlements Glory required. Oh shit, okay. Unsere schöne kleine Siedlung ist einfach nicht schön genug. Und zu klein. Kannst du mir was über den Androiden erzählen, welchen hier da war? Schon gehört? So. Die Stimme klingt wie die eines ganz normalen Menschen. Unfassbar. Hier ist eine Kopie. Sicher nur ein Bluff. Möglich. Oh, shit. Jetzt sind wir wenigstens da mal weitergekommen. Nun gut, okay, ich muss los. Wiedersehen. Ich hol kurz ein Seil und dann schlage ich den Typen noch. Kleine Mädchen, ja? Ich will dich nur kurz K.O. schlagen, damit ich sie kidnappen kann. Ist das in Ordnung? Ja? Okay. Okay, vielleicht besser nicht. Vielleicht wann anders. Moira, vielleicht wann anders. Nun gut, okay. Das war es erstmal soweit wieder mit Fallout. Und beim nächsten Mal werden wir dann unsere kleine Siedlung weiter ausbauen und hoffentlich schön genug machen, sodass Moira auch mit uns kommen will. Das wäre schön. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, vielleicht einen Kommentar, falls ihr irgendwelche Tipps habt oder so. Das alles und eine Toilette. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao!